So, Termin erledigt. Wir stehen jetzt hier wieder auf den Stellplatz. Ich mache jetzt noch einen kleinen Gang mit der Lütten. Und dann ist gut für heute. Ich sag schon mal gute Nacht. Ne? Tschüss. So, was hat der Platz denn so alles? Stromsäulen für 4 Fahrzeuge, Frischwasser, eine Spende. Hier hinten, das ist ja ganz pfiffig, ein Gästebuch. Kein Gästebuch drin. So, Entsorgung ist auch noch da. Hier ist der Abfluss. Also die Chefin. So, abends ist er hier beleuchtet. Mülleimer sind da. Ja, Informationstafel und Totenstille hier. Oder? Ja. Außer die Kirchenglocke. Ja, Kirchenglocke. Ja, ich finde sie nicht schlimm. Nein, ist doch nicht schlimm. So. Wir haben eine melodische Kirchenglocke. Was aber eine richtig coole Sache ist hier für E-Fahrzeuge, eine Ladestation für 2 PKWs E-Fahrzeuge. Geil. So, wo sind wir jetzt hier eigentlich? Kalten... Kadolsburg. Stellplatz Kadolsburg. Okay. Stellplatz Kadolsburg bei Nürnberg. So, griechisches Restaurant, auch nicht schlecht. Genau, so da sind wir nämlich. Genau, und wir sind hier. So, der Platz ist umsonst. Mhm. Strom kostet 1 kW 1 Euro. Wasser 100 Liter auch 1 Euro. Entsorgung ist umsonst. Alles gut. Und die bauen den Platz hier wohl noch weiter aus. Ein paar Stromkästen noch, da den ganzen Bereich. Jetzt von Anfang Mai. 4. bis, müssen wir gleich nochmal gucken, da steht ein Zettel, 4., 5. bis so und so vielte, 5. gesperrt ist der hier, weil die da wohl bauen. Ja. Okay, was der Stellplatz noch hat, ist definitiv LTE und WLAN zur freien Verfügung. Hatte ich auch mal kurz drin, ist jetzt aber weg. Ich weiß nicht, ob die das abstellen. Keine Ahnung. So, da haben sie noch so eine Hunde-Auslaufzone mit Kotbeutelausgabe und entsprechenden Mülleimer für Hundekot. Sehr vorbildlich, sehr vorbildlich. So, wir haben ihn gefunden bei Park4Night. Mal wieder. Meine Lieblings-App. Ah, die ist schon gut. Der Namensgeber vom Parkplatz. Kadolsburg. Burg Kadolsburg. So, und 2 Dörfer weiter ist ja dieses Playmobil Fun Park. Den 2 Dörfer weiter, ne? Ja. Also könnte man auch theoretisch noch hin, wir allerdings jetzt nicht. Das ist nicht mehr unsere Altersklasse, glaube ich. Nee. Keine Enkelkinder mit, bleiben wir weg da. Da ist wohl auch ein Campingplatz. Ja. In der Ecke. Ja. So, wir gehen jetzt mal ein bisschen durch die Stadt. Ich denke, das
Gassen und dann gucken wir mal, inwieweit wir hier noch was Sehenswürdiges finden. Oh, das ist der Baum. Das ist die Kirche. Markgrafenkirche. Und da sind die passenden Glocken dazu. Das passiert hier schon mal jede Stunde, ne? Ja. Im Dorf hier ist noch so eine Tierarztpraxis, also für Hunde ist auch gesorgt. Oder für Tiere, wenn ihr die mit habt. Da gehen wir jetzt hoch. Oder? Ja. Was sagst du? Aussichtsturm Kadolsburg. Und weiter. Ich habe jetzt die Treppen gar nicht gezählt, aber der ist schon ein bisschen. Ui, was war das? So, und da hinten ist der Campingplatz, der Stellplatz. Ein Euro? Ja. Lohnt sich. Freiwilliger Eintritt? Ja, genau. Prima. Sollte man machen, jetzt gehen wir bis ganz oben. Das ist die Kadolsburg, ne? Das ist die Kadolsburg. Ja. Burg Kadolsburg. Ja. Doch, lohnt sich. Unbedingt. Unbedingt. Hey, ist das so ein bisschen ein Wahrzeichen von Kadolsburg? Ja, von, der hat bis 17 Uhr geöffnet. Zumindest jetzt in der Winterzeit. Ich weiß nicht, wie es im Sommer ist. Da hat er wahrscheinlich noch ein bisschen länger vielleicht. Weiß ich nicht. Aber muss man unbedingt machen. Da kann man mal ordentlich gucken. Was sagst du denn dazu? Sorry, ich bin hier wieder weg. Und schätze gern, wie viele Treppen? Wie viele Stufen? Also ich weiß nicht, ich habe ja von oben, war ich ja schon runtergegangen. Also ich habe 142 gezählt. Können auch 143 sein oder 44. Oder 45. Ja. War mehr nicht. Über 100. Es sind über 100, über 140, definitiv. Thank you.
Kräutergarten an der Burg. Schick. Im Sommer? Ist ja bestimmt ein geiler Geruch. Duft. Ja, schon schick, das Ding. Da waren früher die Krokodile drin, oder? Burggraben. Oh, da ist der Müller. Was? Da ist der Platz. Ja. Ich sehe nichts. Bin zu klein. Genau. Ja, das war das Dorf. Ja, ich meine, hier sollte man es machen. Ne? Ja, ich sag ja, um Gottes Willen. Also, es ist im Sommer bestimmt noch schöner als jetzt. Hier mit den ganzen Kräutergarten und so was. Die Biergärten, Eisdielen. Sollte man mal machen, wenn man mal hier in der Nähe ist. Uns gefällt's, oder? Ja. Guck mal, die Burg im Hintergrund. So, jetzt, guck mal hier. Ja, so. Jo. Schön. Schön hier. So, und wir gehen jetzt wieder. Wir gehen jetzt noch zur Kirche, zur Markgrafenkirche. Entschuldigung, wir gehen jetzt noch zur Markgrafenkirche. Ja, einmal ein bisschen Buße tun und dann. Was hast du gemacht? Was hast du getan? Hä? Mutter, was hast du getan? Wer kennt den Film? Rein in die Kommentare. Gut, dann gehen wir zum Markgrafenkirche. Schöner Hof. Naja. Da ist er. Das Gotteshaus hat geschlossen. Wie so oft bei Gotteshäusern. Warum ist das eigentlich so? Damit nicht geklaut wird. Moin, ihr Lieben. Chef lässt gerade Wasser ab. Weiter geht's. Moin. Ja, wir. Frisch geduscht. Müssen jetzt gleich erstmal diskutieren. Ich komme gleich nochmal rein. Wir wollen ja nach Oberstaufen. Jetzt liegt da ja doch ein bisschen mehr Schnee als gedacht. Und es soll ja auch die nächsten 2 Tage weiter schneien. Jetzt fahren wir erstmal in die Richtung und dann schauen wir mal. Wenn wir zwischendurch stecken bleiben, dann fahren wir wieder zurück. Oder keine Ahnung, wir wissen es noch nicht.